Willkommen zurück. Trink das. Dann geht es Ihnen gleich besser. Vielen Dank. Danke. Danke. Sie denken, diese Prüfungswoche wäre die längste Woche Ihres Lebens. Bei mir war es damals ein Monat. Ob Sie genommen werden oder nicht, erfahren Sie aber erst morgen. Wir rufen Sie an. Sie dürfen jetzt nach Hause gehen oder noch zu einer Fragerunde bleiben. Ja, stimmt es denn zum Beispiel, dass durch Ihren Einsatz hier in München vor 4 Jahren ein Flugzeugabsturz verhindert wurde? Mit Magie kann man viel erreichen. Was ist Magie für Sie? Magie ist der Versuch, sich über die Kenntnisse der modernen Wissenschaften hinwegzusetzen und dies Überdimensionale anzuerkennen. Man versucht, die uns bekannte Realität zu manipulieren und zum Beispiel die Zukunft vorauszusagen. Dabei gibt es eine dunkle und eine helle Magie. Das Ganze hat eine große Nähe zur Astrologie, aber auch zur Religiosität. Interessant. Was sagen die anderen? Ja, ich denke, dass... Ist Magie wie eine Tür zum Außergewöhnlichen. Und ich finde, das erlaubt den Menschen, wieder etwas mehr Kind zu sein. Ich denke, Magie ist überall. Also zum Beispiel in... Ja. Ich möchte Ihnen was zeigen. Was ist das hier? Eine Tasse. Eine Keramiktasse. Tja. Ohne sie überhaupt untersucht zu haben, scheinen sie genau zu wissen, was es ist. Jede von ihnen. Aber haben sie das kommen sehen? Sie gehen durch die Welt und denken, sie würden sie verstehen. Dabei sind das meistens nur Vorurteile. Ihre Erwartungen, ihre Idealvorstellungen überdecken die echte Magie und Willkür. Aus welcher übrigens die ganze Welt besteht. Schauen Sie doch genauer hin, wenn Sie jetzt nach Hause gehen. Jetzt bist du schon so weit gekommen. Und du hast immer noch keine Ahnung, worauf du dich einlässt. Zauberer. Einer von denen, die morden. Einer von denen, die Menschen vergiften. Weißt du überhaupt, was mit denen passiert, die Aufnahmeprüfung nicht bestehen? Wenn ihr in der 3. Runde seid, wisst ihr schon zu viel. Sie haben euch heute früh alle vergiftet. Das Gegengift, das bekommen nur die bestanden haben. Die Prüfer hat ihre Aufnahme. Auf ihrem Tisch steht ein Begrüßungstrunk. Trinken Sie es bitte, um das Studium anzunehmen. Sie an der Akademie für Zauberkünste aufzunehmen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank.
Hallo. Hi. Mint, oder? Ja. Soll ich dir mal einen Rat geben? Herangenommen zu werden ist nicht alles. Man kann sehr erfolgreich werden, auch also ohne. Sehr erfolgreich, wenn man will. Ich bin angenommen worden. Klar. Glückwunsch. Danke sehr. Und feierst du schön? Nicht wirklich. Du? Ich bin nicht angenommen. Und hör mal, ich mein's nicht böse, aber ich wäre dann jetzt auch lieber allein, ja?